Hey Leute, hier bin ich nochmal. Wie versprochen, kommt jetzt endlich das Video zu diesen Kiko-Sachen, die ich mal bestellt hatte. Fälschlicherweise dachte ich, die wären alle aus der LE oder die meisten Artikel, obwohl das irgendwie gar nicht so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was aus der LE ist und was nicht, deswegen sage ich das jetzt nicht dazu. Ihr könnt ja mal auf der Kiko-Seite gucken, ob es die Sachen noch gibt. Bei den Lippenstiften bin ich mir relativ sicher, dass es die noch gibt. Die anderen Sachen, bei dem Kajal auch. Ja, und sonst müsst ihr einfach mal schauen. Zeige ich jetzt einfach mal, was ich mir geholt habe. Ich fange an mit Nagellacken. Ich besitze zwar ziemlich viele Nagellacke, so um die 70, das geht eigentlich, aber eigentlich... Ja, ich brauche Nagellack nicht so. Ich weiß auch nicht, wie sich die alle angesammelt haben. Allerdings haben mich die von Kiko ganz schön angesprochen, weil die haben halt diesen schönen, diesen Effekt, diesen Holographic-Effekt. Und das ist jetzt halt so ein Silberton, würde ich sagen, so ein silbriger Beige-Ton, könnte man das so nennen, ja. Und das ist die Farbe 399. Und ich finde die ganz schön. Allerdings, wenn ihr müsst darauf achten, wenn ihr die Nagellacke rauf macht, also es sind diese Holographic Nail Likör steht drauf. Wenn ihr die Nagellacke rauf macht, dann müsst ihr eben darauf achten, da steht es jetzt, ihr müsst danach einen Topcoat drauf geben, weil ansonsten wischen die ab. Also das ist ganz komisch mit denen. Wenn ihr irgendwo gegenkommt oder so, das ist wie wenn sich das abrubbelt dann. Ja, also auf jeden Fall einen Topcoat drüber geben und dann halten die auch Bombe. Das ist richtig schön und der blaue, den habe ich mir auch geholt. Ja, ich kann ja euch mal zeigen, wie das geöffnet aussieht. Also ich finde es echt schön. Und wollte die halt einfach mal ausprobieren. Ja, benutze ich auch relativ oft. Besonders den blauen finde ich sehr schön. Ja. Dann habe ich mir noch geholt einen Kajalstift. Ganz unspektakulär. So einen ganz normalen Kajal. Der hat hier, ach jetzt habe ich die Seiten vertauscht. Also der hat hier so ein Wischding zum Verwischen. Und dann hier, ist jetzt leider nicht angespitzt, ist eben der Kajal in schwarz. Kann ja mal einen Swatch machen. Finde ich ganz schön. Lässt sich auch sehr gut verwischen. Und hält auch ganz gut. Finde ich gut. Das alles habe ich im Angebot gekauft. Also es gab irgendwie einen 30% Sale, war das irgendwie, auf alle Produkte. Deswegen habe ich halt zugeschlagen. Und ja, für meine Freundin hatte ich auch noch was gekauft, weil sie zu... ja, es war um die Weihnachtszeit rum, als ich mir das bestellt habe. Und ja, aber die Sachen habe ich ihr natürlich schon gegeben, deswegen habe ich die jetzt auch nicht hier. Dann habe ich mir noch geholt einen Lidschatten. Das ist dieser hier. Das ist der lila, ne? Also ich finde den richtig schön. Das sind ja diese, wie heißen die? Ich weiß es jetzt gar nicht. Water irgendwas. Auf jeden Fall finde ich die schön. Das ist die, die Nummer 233, nee, die Nummer 223. Und hier ist er, ich swatche ihn euch auch mal. Na, man erkennt es jetzt nicht so gut, aber schon ein bisschen. Also ich finde ihn ganz schön. Man kann ihn auch gut schichten. Und der hätte normal so um die 7 Euro gekostet. Ich glaube, die gibt es auch noch. Bin ich mir aber nicht sicher. Müsst ihr mal schauen. Die Farben finde ich auf jeden Fall total schön. Die ganzen. Ich habe jetzt zwar nur den einen hier, aber ich finde die alle schön. Am liebsten hätte ich die alle, aber das ist mir eigentlich zu teuer. Also ich, ja, ich muss sagen, auch wenn ich Kosmetik liebe, bin ich ganz schön geizig. Ich gebe eigentlich nicht so viel für ein Produkt aus. Also ich habe mir das jetzt auch nur geholt, weil es im Sale war, wie gesagt. Dann habe ich mir diese Lippenstifte gekauft, also zwei. Und das sind eben
Diese mit dem goldenen. Da gibt es nämlich irgendwie auch verschiedene von dieser Ausführung. Ich finde die Verpackung ja total schick. Also, das ist einer der schönsten Verpackungen an Lippenstiften, die ich besitze. Und der erste ist die Nummer 605. Und das ist eine ganz schöne rote Farbe, also ein sehr schöner Rotton. Ja, Farbe kommt gut rüber, wird jetzt eigentlich auch nicht verfälscht. Das ist ein bisschen knalliger, als er jetzt rüberkommt, würde ich sagen. Ich swatche ihn euch mal. Ich finde die wunderschön. Die sind auch matt. Das finde ich sehr schön, weil ich liebe matte Lippenstifte einfach. Also ich finde die einfach geil. Ja. Der ist viel knalliger rot. Hier kommt er viel dunkler rüber, keine Ahnung. Dann habe ich mir die andere Farbe geholt. Das ist die Nummer 600. Und das ist so ein wunderschöner Nude-Ton. Aber so ein richtig warmer Nude-Ton. Also so, der ist schon so karamellig, würde ich den beschreiben, die Farbe. Ich swatche ihn euch mal kurz. Und der ist eben auch matt. Die riechen süßlich, also den Geruch finde ich auch sehr ansprechend und ja, gefällt mir richtig gut. Also besonders die Lippenstifte gefallen mir super, weil ich hatte schon mal bei Kiko auch irgendwelche anderen Lippenstifte bestellt. Das waren in so einer schwarzen Verpackung, so eine schimmernde, die waren irgendwie im Angebot für 2-3 Euro. Ja, aber die, muss ich sagen, haben mir gar nicht gefallen. Die haben meine Lippen richtig ausgetrocknet. Bei denen, die sind schon auch etwas trocken, eben dadurch, dass sie auch matt sind. Aber es geht, also es trocknet nicht wirklich aus, finde ich. Und das ist auch ein sehr schönes Tragegefühl, haben die, meiner Meinung nach. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner geholt. In schwarz einfach nur. Oriental Eyeliner steht drauf. Und ja, Entschuldigung. Huch, jetzt ist diese Kappe da mit rausgekommen. Eigentlich sollte das nicht passieren. Die ist eigentlich hier im Deckel. Ja, jetzt male ich hier meine Finger an, egal. Also ich finde den Flakon sehr schön, weil der ist aus Glas. Fühlt sich also sehr hochwertig an und hier ist eben das Produkt drin. Sieht jetzt schon ein bisschen zermatscht aus. Ich habe es ja auch schon öfter benutzt. Und es ist eben auch ein sehr flüssiger Gel-Eyeliner. Ja, den swatche ich euch jetzt nicht, weil ich keinen Pinsel gerade da habe. Sorry. Nicht griffbereit habe. Aber ein ganz normaler schwarzer Eyeliner. Dann habe ich mir noch Exotic Highlighter. In Gold. Ja, ich finde den. Das geht, wenn ich. Der ist ganz schön glibberig. Das ist so glibber. Also guckt mal, wenn ich da jetzt so rein. Bewegt sich das ganze Ding mit. Und keine Ahnung. Irgendwie gefällt er mir, irgendwie auch nicht. Ich finde, so viel sieht man nicht. Also hier habe ich ihn jetzt hin. Man sieht kaum was. Seht ihr das? Der hat zwar einen schönen Glow, aber irgendwie, also auf die Wangen trage ich den irgendwie nie auf hier, wenn dann im Innenwinkel und manchmal hier oben. Man kann ihn halt nicht mehr so gut verwischen, das ist der Nachteil. Deswegen nehme ich ihn meistens nur noch für den Augeninnenwinkel. Ja. Aber im Großen und Ganzen gefällt er mir auch ganz gut, nur nachkaufen würde ich ihn mir nicht. Gibt bessere, finde ich. Dann habe ich, das war es eigentlich, was ich bestellt habe. Dann habe ich noch was dazu gekriegt. Das war so ein, ja, man hat halt, wenn man bestellt hat, was ein so ein kleines Geschenk, Präsent dazu bekommen. Und das war dieser, also das Ding hier, Pearly Puff. Und zwar ganz süß. Kommt so daher. Dieser Packung mit so einer Schleife dran. Das ist so ein fluffiger Ding. Also voll süß finde ich das. Ich finde, passt doch zu mir irgendwie. Ich liebe sowas. Und ja, das ist einfach nur
wie zeige ich es euch jetzt an der anderen Hand? Da sind so Glitzerpartikel drin, also blub, blub, blub. Wenn man da jetzt so rauf dippst, dann kommt der Glitzer raus. Ja, das sieht man jetzt nicht. Also auf der Hand sieht man es. Aber ja, hier sieht man es auch, denke ich mal. Das Glitzer da dran klebt. Finde ich eine coole Idee irgendwie, dass es gleich so integriert ist. Einfach tuk, 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 tuk. Das ist ganz süß. Ja, gekauft hätte ich es mir jetzt nicht, aber dass man es dazu gekriegt hat, finde ich schön. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es mit Glitzer ist am Anfang. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Puffer halt für Puder oder so. Und wusste erstmal gar nicht, was ich damit anfangen soll. Aber jetzt, so für Party oder so, finde ich das ganz, ganz süß und praktisch. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war jetzt nicht zu langweilig. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Kinderdarmstart. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Kommt drauf an, wann ich das Video hochlade, aber ja. Ansonsten einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!